Hallo, mein Name ist Anselm Zessler. Ich bin hier in Sursee in der Zentralschweiz und hier ist die Firma X ansässig. Und X entwickelt schon seit über 40 Jahren Motorradschutzbekleidung. Lederkombis, Handschuhe, Stiefel, Textiltouren, Jacken, das komplette Programm. Und heute möchte ich euch die RS 800 Sportkombi vorstellen. Die sehen wir hier einmal als Einteiler. Die gibt es als Einteiler sogar auch in Langgrößen. Die gibt es in Känguru und in Rindleder. Also ihr könnt das also auch wählen. Und die zweiteilige Kombi gibt es eben halt auch noch zusätzlich in Kurzgrößen. Also eine komplette Größenvielfalt. Und das ist das, was ja bei X immer das Besondere ist, dass ihr bei den Passformen eben halt perfekte Größensätze findet. So, und jetzt schauen wir uns die Kombi einfach mal von außen erstmal an. Wir sehen hier schon mal was ganz Verrücktes, zwei unterschiedlich farbige Schultern. Das entscheidet ihr selber. Ihr seht hier eine Vielzahl an Farben und zwar könnt ihr im Grunde genommen immer bei den Schultern, wenn ihr wollt, die Farbe wechseln. Das heißt, wechselt ihr das Fahrzeug, setzt ihr Rot ein, Blau ein oder auch Kawasaki Grün, so wie ihr es wollt. Und gleichzeitig könnt ihr auch eben halt an den Ellbogen diese beiden Schleifer auch austauschen. Und hier seht ihr auch, wir haben also alle Farben vorhanden. Blau, Rot, Gelb, Grün, Schwarz, Anthrazit, und Gunmetal, Silver. Das könnt ihr wechseln. Und ihr habt auch an den Knien serienmäßig einmal die Knieschleifer dabei. Aber auch die Knieschleifer gibt es in allen Farben. Und ihr seid also sozusagen euer eigener Designer für die Kombi. Nichtsdestotrotz gibt es die Kombi natürlich in dieser Schwarz-Weiß-Version. Es gibt auch eine Rot-Version und bei dem Zweiteiler seht ihr Gelb, Schwarz-Weiß oder auch Rot. Also das komplette Programm und ihr seid perfekt farbig schon mal abgestimmt. Und Farbe ist natürlich das eine, die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist natürlich Sicherheit. Und bei der Sicherheit legen wir natürlich ganz großen Wert darauf, dass der entsprechende Schutz gegeben ist. Und da gibt es eine Norm, das ist die 17092, das ist eine europäische Norm. Und danach wird Schutzbekleidung geprüft, gibt es auch verschiedene Level. Das hier ist sogar der höchste Level, den man eben halt erreichen kann. Und das Ganze steht unter dem Dach der PSA, persönliche Schutzausrüstung. Das hat der Gesetzgeber mal so definiert, dass man im Grunde genommen, wenn man ein Motorradschutz Produkt kauft, dass man sich sicher sein kann, dass es auch den nötigen Schutz gibt. Und deswegen hängen bei uns auch immer diese Büchlein an den Produkten dran. Und hier drin ist eben halt alles beschrieben, worauf es ankommt bei dem Schutz, wonach wir prüfen. Wir prüfen natürlich die Abriebfestigkeit vom Material, aber auch die Reißfestigkeit von Nähten oder vom Leder. Wir prüfen natürlich auch, ob Schadstoffe in den Materialien drin sind, damit ihr eben halt perfekten Schutz habt. Und genauso prüfen wir auch die Protektoren, die in so einer Kombi drinstecken. Und die zeige ich euch jetzt mal direkt. Wir haben einmal im Rückenbereich diesen Rückenprotektor eingesetzt. Ihr seht, der ist mega flexibel, aber hat eine ganz enorme Dämpfungskraft. Ja. Und der hat sogar den höchsten Level, den man erreichen kann bei so einer Prüfnorm. Das ist der Level 2 und wird eben halt geprüft nach einer anderen Norm. Das ist die EN16212 für Rückenprotektoren. Und dann setzen wir natürlich Protektoren ein an den Schultern, an den Ellbogen, an den Knien und an den Hüften. Und ich zeige euch mal die, die an den Ellbogen sitzen. Ja, das sind solche Protektoren, auch Level 2. Auch eben halt entsprechend unglaublich verhärtend, wenn ein Schlag draufkommt. Und auf der anderen Seite flexibel und weich, damit sie die Bewegung mitmachen. Und den könnt ihr innen drin sogar noch in der Tasche verstellen, sodass ihr eben halt die perfekte Position für euren Ellenbogen findet. Und bei der einteiligen Kombi haben wir noch einen sehr speziellen Protektor eingesetzt im Schulterbereich. Auch natürlich Level 2, dieser hohe Level, der dann seitlich auch noch hier diesen Ausleger hat und eben auch noch den Schlüsselbeinbereich zusätzlich mit abdeckt. Im Kniebereich haben wir auch bei der einteiligen noch einen Spezialprotektor eingesetzt. Und zwar ist der noch etwas verlängert und schützt gleichzeitig eben noch den Schienenbeinbereich und deckt diesen Übergang zum Stiefel ab. Also von innen schon mal komplett Protection und wirklich safe. Und was wir auch gemacht haben, ist, wir haben die Protektorentaschen, in denen die Protektoren sitzen, aus Leder gefertigt. Ja, und die sind gleichzeitig noch mit dem Außenmaterial des Leders vernäht.
Das heißt, so Protektoren, die oftmals im Futter sitzen, können sich leicht verschieben. Ja, da verdreht sich außen die Außenhaut. Der Protektor sitzt vielleicht nachher im Sturzfall nicht mehr da, wo er ist. Und hier ist tatsächlich der Protektor mit dem Außenmaterial fixiert. Und gleichzeitig habt ihr sogar noch doppeltes Leder in den sturzgefährdeten Bereichen. Und Hüftprotektoren sind natürlich auch noch serienmäßig drin. Wirklich ein mega Sicherheitspaket. Und jetzt schauen wir uns mal einfach weiter das von außen an. Die Schleife haben wir schon erwähnt mit dem Farbwechsel, geben natürlich auch zusätzlichen Abriebschutz. Und dann ist eine Geschichte Komfort. Komfort kann alles Mögliche sein. Wir legen bei X halt viel Wert darauf, dass eben halt auch die Sachen sich gut tragen, weil es ist so eine Art passive Sicherheit, dass man sich auch wohlfühlt. Das heißt also, wir haben das Leder zum Beispiel perforiert, damit auch die Luft gut zirkulieren kann, dass man nicht zu sehr schwitzt. Oder wir haben in dem Innenarmbereich haben wir so ein Hochleistungsgewebe eingesetzt, was eben halt elastisch ist, damit eben diese Bewegung mitgemacht werden kann. Und diese Bewegung ist im Innenarm, unter der Achsel oder wie ihr hier seht, im Schrittbereich oder auch hinten im Gesäß unten oder in den Waden und Kniekehlen. Das heißt also überall da, wo viel Bewegung drin ist, weil ihr auf der Maschine auch arbeitet und der entsprechende Komfort gegeben ist. So, dann schauen wir mal weiter durch. Schleife habe ich erwähnt. Dann haben wir hier die Reißverschlüsse. Das sind auch nicht einfach Standardreißverschlüsse, sondern das sind Lockreißverschlüsse. Das heißt, wenn die einmal eingerastet sind oder umgeschlagen sind, rasten die ein und die können dann nicht mehr sich von selber öffnen. Das kann im Sturzfall eine ganz unangenehme Geschichte sein, dass so ein Reißverschluss einfach aufläuft und dann liegt der Unterarm plötzlich frei. Wir setzen, wie gesagt, diese Hochleistungszipper ein. Die öffnen sich nicht, genauso unten auch am Stiefelschaft. So, dann haben wir natürlich aus Komfortgründen Stretchzonen eingebaut. Ihr seht hier am Ellbogen die Stretchzone, die ist halt auch ganz wichtig, damit der Ellbogen im Grunde genommen keinen Druck vom Protektor kriegt. Die bewegt sich schön mit. Ihr habt hier seitlich eine Stretchzone eingearbeitet. In der Schulter habt ihr eine Stretchzone eingearbeitet. Im unteren Rückenbereich und natürlich auch oberhalb des Knies, sodass eben halt überall die Bewegung mitgemacht werden kann. So, dann schauen wir mal weiter auf der Rückseite. Auf der Rückseite sehen wir hier diesen Höcker. Der hat natürlich so diese windabweisende Funktion, dass vom Helm der Wind nach hinten gut abgeleitet wird. Und ihr habt auch die Möglichkeit, den hier oben zu öffnen. Es ist ein Ausgang für einen Trinkschlauch drin und innen drin habt ihr den Platz, wo ihr auch ein Trinkpack natürlich unterbringen könnt. Auch hier oben seht ihr direkt auch nochmal eine Stretchzone eingearbeitet, hier über dem Nackenbereich und ein schöner, softer Kragen aus dem Softshell-Material, damit ihr keine Scheuerkannen habt und alles dicht anlegt. Auch hier wieder die Perforation, die Stretchzone. Das Steißbein ist extra nochmal zusätzlich abgepolstert. Und wie gesagt, denkt dran, hier steckt doppeltes Leder im Gesäß und damit kann man schon ordentlich mal über den Asphalt rutschen. Sicherheit, wie gesagt, ganz groß geschrieben. Und jetzt schauen wir mal ins Innere rein. Da ist es halt eben auch wichtig, dass der Komfort stimmt. Und zwar, ich klappe mal auf. Und ihr seht jetzt direkt hier dieses Gewebematerial im Rückenbereich. Im Rückenbereich schwitzt man ungemein stark. Und hier ist so ein dreidimensionales Meshgewebe eingesetzt. Das heißt also, da kann die Luft richtig gut zirkulieren. Das ist ganz wichtig, so zwischen Rücken und Rückenprotektor, dass ihr da perfekte Luftzirkulation habt. Und was ganz interessant ist, ihr seht hier einen Reißverschluss für das Futter. Das ist ein Netzfutter, was natürlich auch perfekt atmen kann. Aber ihr könnt das ganze Futter rauszippen und auch in der Waschmaschine waschen. Und das ist natürlich auch was, so nach vielen Turns oder nach einer Saison, dann tut das ganz gut, wenn das Futter einmal vielleicht in die Waschmaschine kommt. Und wir haben das Futter noch mit Coolmax ausgerüstet. Bei der einteiligen Kombi, das ist was ganz Besonderes. Das heißt also, es hat eine kühlende Funktion und eine temperaturausgleichende Funktion. Und das ist halt auch ein Qualitätsmerkmal, was eben auf der Rennstrecke wichtig ist. Es gibt natürlich auch Taschen im Inneren, die wir eingearbeitet haben, hier mit Reißverschluss, dass man auch mal was wegstecken kann.
Die zweiteilige Kombi hat im Gegensatz zur einteiligen sogar noch von außen Einschubtaschen drin. Das macht man natürlich bei der einteiligen nicht. Das heißt, das sind so die kleinen, feinen Unterschiede, die wir da einsetzen. So, der Reißverschluss, den ich gerade schließe, hat natürlich auch das Geheimnis, dass das ein Zwei-Wege-Reißverschluss ist. Das heißt, ich kann ihn natürlich durchaus auch mal beim Pausenstopp eben schnell nutzen, ohne die ganze Kombi auszuziehen. Wenn euch die Kombi gefallen hat, dann schaut auch mal auf ixs.com vorbei. Dort haben wir die RS800 Kombi. Dann seht ihr auch eben halt in den entsprechenden Farben, in den Größen die Darstellung. Ihr findet aber auch andere Kombis bei uns im Sortiment und habt eine riesen Auswahl, eine große Bandbreite. Und ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt und bis bald.